Eieiei, Leute, das war was gewesen. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwerte hat. Wir haben auch viele Boxenstopps gemacht, wa? Ich glaube, wir haben vier Stück, ja. Oh nee. Ja, Fahrer des Tages brauchen wir nicht. Wir gucken uns mal gemeinsam die Wiederholung an, weil ich glaube, bei dir wird relativ spannend. Wir sind, ihr werdet es irgendwo gleich sehen, hinter den Red Bull, also schräg, zweite Reihe, da ist der McLaren und eins dahinter, also in der dritten Reihe, da stehen wir. Und der Start war eigentlich ganz in Ordnung gewesen, auch wenn Bottas da sofort angreift. Da müssen wir uns kurz mal wehren, da ist er auch kurz vorbei. Könnte aber jetzt hier am Personal schießen. Ja, und naja, also jetzt mal hier Russell. Was war das schon wieder vom Russell gewesen? Und da heißt es vom Spiel, wir sind mitunter dran schuld. Russell kommt relativ gut weg, kann gleich den Haas vorbeiziehen, kann auch gleich hier an Ricciardo vorbeiziehen. Und jetzt im Eifer, naja, boah, alter Falter, ey, was hat er sich denn dabei gedacht? Und wieder mal die Frage an euch, liebe TikTok- und YouTube-Gemeinde, wer hat mehr Schuld? Russell oder ich? Die Lücke für Russell ist da, die Kurve ist da, die Lücke ist aber auch nicht mehr da. Und Russell, ich weiß nicht, welchen Scheitelpunkt er anvisiert hat, aber er hat eigentlich eher mein Hinterrad anvisiert. Naja, also, ja, schreibt einfach in die Kommentare, ich war schuld gewesen, dann ist gut. Ja, und wir merken wirklich früh, dass wir nicht anstinken können. Der Red Bull hinter uns macht Druck nach vorne, mit Lücke größer. Und Red Bull versucht von innen jetzt überholen, lassen uns aber beide richtig viel Platz. Schönes Überholmanöver und nochmal schöner Konter. Und ja, aber trotz all dem beginnt gleich der Albtraum. Hier habe ich mir jetzt gerade gedacht, ach komm, lass mal den Perez vorbeiziehen, weil da ist die DRS-Linie, damit ich DRS habe. Aber Ricciardo hier von hinten, der macht schon ordentlich Druck. Müssen uns hier erwehren. Ricciardo auch jetzt hier in, verbremst ja fast, fährt, oh Alter, fährt er fast in den Perez hinein. Jetzt das Ausbeschleunigen. Und ja, auf den Geraden merke ich, oh, ich bin zu langsam. Der schießt mir auch wirklich weg. Guck mal, der fährt mir ja vollkommen weg. Merkt er es tröpfelt und dachte mir so, ach komm, no risk, no fun. Geh an die Box, aber mit diesem Move sah nicht so spektakulär aus, aber wartet doch mal ab. Hier, Ricciardo zieht uns vorbei. Da kommen schon die ersten Tropfen runter und wir denken uns, jetzt gehen wir auf Intermediates und schießen voll hier in die Lücke noch rein zwischen Ricciardo und Perez. Ja, infolgedessen, wir sind hier auf nasser, feuchter Strecke. Kommen auch eigentlich auf einen guten sechsten Platz hier raus. Hier, der Haas, Magnussen können wir hinter uns behalten. Beziehungsweise sind zu dem Zeitpunkt achter Platz machen, aber danach noch zwei Plätze gut. Merken aber leider ganz schnell, die Reifen machen nicht mehr mit. Die Lücke da vorne wird größer, nach hinten immer kleiner. Und wir kriegen immer mehr und mehr Druck gegen die Mercedes. Können uns aber noch so ein bisschen erwehren. Da gab es, glaube ich, auch mit Russell, müssen wir mal gucken, wieder einen kleinen Scharmützel, einen kleinen Unfall. Ich glaube, er kommt nämlich jetzt, hier hat nämlich jetzt Windschatten, ja. Will ich ihn vorbeiziehen? Ja, da wird's, da wird's eng. Eieiei, Eidewitzka. Da wurde aber richtig eng. Will aber der ist immer noch dran. Da merken wir mal, wie schlecht wir sind, dass er nach dem Fehler immer noch dran ist. Denn hier saugt er sich gut dran. Wir kommen wahrscheinlich wie in jeder einzelnen Kurve hier. Oh, ja, na gut. Hier kommen wir komplett ab. Und dadurch verursachen wir aber auch das Safety Car. Und da staut es aber jetzt ordentlich. Vorsicht, Leute, Vorsicht, nicht irgendwo reinfahren. Ja, infolgedessen habe ich natürlich die Idee des Jahrhunderts. Erstmal fahre ich jetzt die Runde durch. Ja, und wenn das nicht schon alles schlimm genug war, passiert jetzt Folgendes. Aber Jeff hat mich abgelenkt. Ich fahre Gasly volle Kanne rein. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe immer nur aufs Delta-Zeit geachtet, weil ich mich beeilen musste. Daher, liebe Leute, lasst euch niemals hetzen, weil wirklich sonst passiert sowas. Wenn ihr euch hetzen lasst, ihr seid unkonzentriert, nicht mehr fokussiert und dann passiert das. Voll reingebrettert, aber... Ja, wir waren damit in der Box gewesen, sind auf Mediums bei nassen Bedingungen gefahren, weil ich gedacht habe, ey, er könnte ja wieder trocken werden. Guck mal, da hinten am Horizont, da macht sich auch die Wolkendecke auf. Ja, war natürlich die beste Idee, die ich jemals hatte. Hier rein, erste Kurve. Zweite Kurve. Also ich bin mehr auf Gras und Sand und Kies als auf dem Asphalt. Daraufhin habe ich mir jetzt Intermediates geholt. Und man könnte jetzt denken, oh, guck mal, wie knapp das jetzt hier ist. Das sind alles Überrundete. Aber ich habe einen Masterplan gehabt. Nämlich Norris raushauen.
Und dadurch war schon wieder Safety Car zu sehen. Wird man gleich da. Safety Car kommt wieder raus, da seht ihr es auch schon. Ich habe ja auch gehofft, war, dass, wenn ich jetzt nochmal an der Box habe, wegen dem Flüge und Satzsteuer Intermediens, dass ich hier irgendwann irgendwie vorbeigelassen werde, war. Aber dem war nicht so gewesen. Und ich drehe mich wieder weg. Das war es im Endeffekt auch mit dem Rennen gewesen. Das waren so die spektakulärsten Szenen, die traurigsten Szenen gewesen. Ich werde jetzt eine warme Milch mit Honig machen, ein paar Kekse dazu packen und dann irgendeinen Disney-Film gucken, damit ich wieder ein bisschen glücklicher bin, weil das war schon ein trauriges Ereignis gewesen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Ich konnte euch trotzdem irgendwie ein bisschen unterhalten und wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge von F1-22. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Ja, Leute, ich bin's dabei. Ihr werdet nicht glauben, was mir wieder passiert ist. Also, ich glaube, Waslo und ich, wir wären keine Freunde mehr. Ja, wer hat wieder Schuld? George Russell oder meine Wenigkeit? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ei, wenn Blicke töten könnten. Aber wisst ihr was? Ich probiere jetzt einfach mal Folgendes aus. Durchfahrtsstrafe. Du hast eine Durchfahrtsstrafe. Oh, ja. Achtung, das virtuelle Safety Car wurde eingesetzt, weil sich zu viele Trümmerteile auf der Strecke angesammelt haben. Ein paar Infos zu Latifi. Da sind jetzt Ziele involviert gewesen. Also wie gesagt, ich fand die Idee gar nicht mal so schlecht, wa? Achtet auf die dritte Reihe. Gleich kommen wir. Da sind wir. Setzt uns jetzt voll im Ferrari. Ey, eigentlich grandios, oder? Das Leben ist so wunderbar. Denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt. Für eine besondere Zeit. Bis bald.